Sie sehen, bei uns geht's heute hochprozentig zu. Besuchen wir zunächst eine Kornbrennerei. Korn wird aus Getreide, aus Weizen oder Roggen hergestellt. In dieser Brennerei wird Weizen verwendet. Zunächst wird Brunnenwasser mit Weizen gemischt. Dieses Gemisch lässt man eine Stunde lang bei erhöhter Temperatur und erhöhtem Druck aufkochen. Das aufgekochte Gemisch, das jetzt Maische genannt wird, läuft in den Maischbottich und wird hier auf eine günstige Verzuckerungstemperatur abgekühlt. Bei 57 Grad Celsius wird Malz zugesetzt. Malz stammt von keimender Gerste. Sind die weißen Keimspitzen ungefähr 1 cm lang, so wird der Keimungsvorgang unterbrochen. Körner und Keime werden nun getrocknet und gemahlen. Als Darmmalz wird es mit der Maische vermischt. Wenige Minuten später hat sich der größte Teil der Weizenstärke in Zucker umgewandelt. Die noch übrige Stärke verzuckert nach und nach in den darauffolgenden Tagen. Bei diesem ersten Schritt kommt es also auf die Umwandlung von Stärke in Zucker an. Die Zuckerlösung wird nun weiter abgekühlt und mit Hefe versetzt. Drei Tage lang wird das Gemisch einem Gärungsvorgang unterworfen. In dieser Zeit wandelt sich der Zucker um in Alkohol und Kohlendioxid. Das Kohlendioxid entweicht. Man kann diesen verdünnten Alkohol nun durch Destillation konzentrieren und kommt dann zum 95-prozentigen Ethanol. In dieser Form ist der Alkohol brennbar. Wir wollen das einmal demonstrieren. Füllen wir etwas Ethanol in diese Schale und brennen ihn ab. Sie sehen, er brennt mit leuchtender Flamme. Das mag genügen. Analysiert man Ethanol, so findet man, dass er neben Kohlenstoff und Wasserstoff auch Sauerstoff enthält. Seine Summenformel lautet C2H6O. Zu dieser Summenformel gibt es zwei Strukturformeln. Versuchen Sie einmal, diese beiden Strukturformeln herauszufinden. Bedenken Sie dabei, dass Kohlenstoff stets vierwertig ist, Wasserstoff einwertig und Sauerstoff zweiwertig. Schauen wir uns einmal die erste Lösung an. Das sieht denn so aus. Sauerstoff ist verbunden mit zwei Kohlenstoffatomen. Eine andere Lösungsmöglichkeit haben wir hier. Wir haben hier den Ethylrest und an diesen Ethylrest heften wir die OH-Gruppe. Auch diese Molekel hat die Summenformel C2H6O. Wir haben also hier zwei isomere Verbindungen und es erhebt sich die Frage, welche Struktur dem Alkohol entspricht. Ein kleiner Versuch soll uns helfen, dies zu klären. Sie wissen, dass Wasser sehr heftig mit Natrium reagiert und wir wollen einmal untersuchen, wie sich Alkohol dem Natrium gegenüber verhält und dies vergleichen mit der Reaktivität eines Alkans, etwa des Hexans, diesem Element gegenüber. Werfen wir also zunächst einmal Natrium auf Wasser. Wir sehen eine recht heftige Reaktion. Der entstehende Wasserstoff entzündet sich dabei. Wir sehen,
Nun zerspringt Natrium in viele kleine Teilchen. Jetzt der analoge Versuch mit dem Hexan, einem Alkan also. Sie sehen, hier tritt keinerlei Reaktion ein. Sie kennen das bereits, Alkane sind sehr unreaktiv. Und nun der Versuch mit dem Natrium auf Ethanol. Wenn wir genau hinschauen, sehen wir, dass sich jetzt Bläschen entwickeln. Auch hier wird also offensichtlich Wasserstoff entwickelt. Ganz analog, wie dies bei der Reaktion des Wassers mit dem Natrium der Fall war. Offensichtlich ist also Ethanol in gewisser Weise verwandt mit dem Wasser. Schauen wir uns einmal die Konsequenzen dieser Beobachtung an. Zunächst noch einmal zur ersten Formel, in der der Sauerstoff mit zwei Kohlenstoffatomen verbunden ist. Sie sehen, dieses Strukturelement in dieser Formel, die CH3-Gruppe, ist das gleiche Strukturelement, das auch in den Alkanen etwa im Hexan vorkommt. Auf der anderen Seite schauen wir uns jetzt die Struktur mit der OH-Gruppe an. Hier ist also Sauerstoff mit Wasserstoff verbunden. Schauen wir uns das einmal an und vergleichen es mit dem Wasser. Wir haben hier das Strukturelement OH und das ganz analoge Strukturelement findet sich im Wasser, OH. Zwei ähnliche Strukturelemente bei zwei Verbindungen, die sich dem Natrium gegenüber ähnlich verhalten, das legt nahe, dass die richtige Strukturformel des Ethanols diese hier ist. Schauen wir uns dies einmal näher an. Wir haben also hier den Ethylrest, hier oder auch hier, und hier die OH-Gruppe oder auch Hydroxylgruppe. Wir haben hier den Sauerstoff immer rot gekennzeichnet. Das ist also die Strukturformel des Ethanols, des Trinkalkohols. Halten wir das also fest. Ethylalkohol oder Ethanol, das sind zwei Namen für die gleiche Verbindung. Der Name Ethanol drückt aus, dass in dem Alkohol ein Ethanrest, also die Ethylgruppe, und eine OH-Gruppe vorkommt. Die OH-Gruppe wird charakterisiert durch die Endung Ol. Ol ist die charakteristische Endung der Alkohole. Nun, diese OH-Gruppe, die kennen Sie bereits von früher, die ist Ihnen bereits begegnet bei den Laugen oder Basen. Hier einige dieser Laugen oder Basen, Natriumhydroxid, Kaliumhydroxid, Calciumhydroxid. Und Sie wissen, dass es eine charakteristische Reaktion auf solche Laugen gibt. Das ist die Färbung mit Lackmus. Lackmus färbt sich nämlich mit Laugen blau. Untersuchen wir das einmal. Wir haben hier in diesem Kolben eine Lauge, Natronlauge. Versetzen wir sie mit Lackmus. So erhalten wir die charakteristische Blaufärbung der Laugen. Nun zum Alkohol. Untersuchen wir das auch hier einmal. Gießen wir also Alkohol in einen zweiten Zylinder und schauen, was er mit Lackmus macht. Sie sehen, es tritt die charakteristische Neutralfarbe des Lackmus auf. Offensichtlich also ist Alkohol, Ethanol speziell, keine Lauge. Wir wollen versuchen, diesen anscheinenden Widerspruch aufzuklären. Betrachten wir dazu einmal die OH-Gruppe näher. Wir haben hier einmal eine OH-Gruppe mit einem ungepaarten Elektron, also ein Radikal. Sie kennen diesen Begriff bereits. Wir bezeichnen dies ganz allgemein als Hydroxylgruppe. Im Ethanol sieht es nun so aus, dass sich dieses Radikal fest verbindet mit dem Ethylradikal, das ja auch ein ungepaartes Elektron besitzt, zu einer Elektronenpaarbindung, die nun sehr fest ist, derart, dass die OH-Gruppe nicht dissoziieren kann. Und Sie wissen ja, dass der Vorgang des Dissoziierens das Charakteristische ist für Basen. Sehen wir uns das nämlich nochmal bei einer Base an, beim NaOH etwa. Wir haben hier eine Hydroxidgruppe, bei der der Sauerstoff 8 Elektronen hat, also eine abgeschlossene Elektronenschale. Diese Gruppe ist negativ geladen, es ist das OH-. Und dieses OH- kann leicht dissoziieren, dergestalt, dass also Natriumhydroxid dissoziiert in Na+ und OH-. Und Sie wissen, dass es dieses OH-Ion ist, die Hydroxidgruppe also, die den basischen Charakter der Laugen ausmacht. Wir wissen jetzt also, was das ist, Alkohole. Sie enthalten eine Hydroxylgruppe, eine OH-Gruppe, gebunden
an einen Alkanrest. Als einen solchen Alkanrest haben wir bisher nur kennengelernt, den Ethylrest, und kamen dann zum Ethylalkohol, zum Trinkalkohol. Nun, wir können natürlich alle möglichen Reste mit der OH-Gruppe kombinieren. Tun wir das einmal. Wir haben hier eine Reihe von Alkanresten, den Methylrest, den Ethylrest, Propyl, Butyl, Pentyl, Hexyl. Und den Radikalcharakter dieser Reste wollen wir charakterisieren durch das ungepaarte Elektron. So, heften wir nun an diese Radikale, die Hydroxylgruppe. So kommen wir bereits zu einer Reihe von Alkoholen. Die Namen dieser Alkohole wollen wir auch festhalten. Der erste Alkohol, bei dem handelt es sich um Methanol. Dann Ethanol, das kennen Sie bereits, Propanol, Butanol, Pentanol, Hexanol. Sie sehen, die Bezeichnung ist recht einfach. Man hängt jeweils an den Grundkörper des Alkans die Endung -ol, um den Alkohol zu charakterisieren. Diese höheren Alkohole hier, die Sie hier sehen, das sind übrigens die Fuselöle, die bei übermäßigem Alkoholgenuss die Kopfschmerzen verursachen. Sie sehen, wir haben eine Reihe von Alkoholen, die sich jeweils wieder um eine CH2-Gruppe unterscheiden, ansonsten aber ganz ähnlich sind. Wir haben also wieder eine homologe Reihe und wir sprechen von der homologen Reihe der Alkanole. Alkanole also als wissenschaftliche Bezeichnung für die Alkohole. Bisher haben wir immer eine OH-Gruppe in den Alkanrest eingefügt. Wir können natürlich auch mehrere OH-Gruppen einfügen und kommen dann beispielsweise zu einem bekannten Alkohol. Das ist das Glycerin. Glycerin besitzt als Grundkette Propan, also drei Kohlenstoffatome, und drei Hydroxylgruppen, drei OH-Gruppen. Die wissenschaftliche Bezeichnung ist deshalb Propantriol. Tri heißt ja drei. Schauen wir mal, ob Sie diese recht einfache Nomenklatur verstanden haben. Wir haben hier einen Alkohol mit zwei OH-Gruppen. Versuchen Sie einmal, den Namen dieses Alkohols herauszufinden. Sie sehen, der Grundkörper ist Ethan. Nun, das dürfte nicht schwer sein. Der Name ist Ethandiol. Das heißt ja zwei Hydroxylgruppen in der Alkankette des Ethans. Nun, ein anderer Fall. Versuchen Sie auch hier einmal den Namen herauszufinden. Wir haben einen Grundkörper mit sechs Kohlenstoffatomen und außerdem sechs Hydroxylgruppen. Wie ist also die wissenschaftliche Bezeichnung dieser Verbindung? Nun, der Name ist Hexan-Hexol. Der Grundkörper ist ja Hexan mit sechs Kohlenstoffatomen und außerdem haben wir sechs Hydroxylgruppen. Hexan-Hexol also. Nun, damit genug zu dieser Bezeichnungsweise. Wir wollen uns nun fragen, wie man zu Alkoholen kommt. Eine Methode kennen Sie bereits, das ist die Gärung. Das ist chemisch gesehen ein recht komplizierter Vorgang. Ein einfacher Vorgang ist das, was wir jetzt betrachten wollen. Zunächst einmal könnten wir davon ausgehen, dass wir sagen, wir ersetzen im Methan ein Wasserstoffatom gegen eine Hydroxylgruppe und kommen dann zu einem Alkohol, in diesem Falle zum Methanol. Das sehe also formal so aus. Im Methan wäre zu ersetzen ein H gegen ein OH und schon hätten wir Methanol. Formal geht das sehr schnell, in der Praxis geht es gar nicht, denn Sie wissen ja, dass Methan als typisches Alkan völlig reaktionsträge ist. Die Reaktion ist also leider so nicht durchzuführen. Wir müssen einen Umweg einschlagen und der sieht beispielsweise so aus, dass wir aus dem Methan zunächst herstellen das Jodmethan, indem wir ein Wasserstoffatom gegen ein Jodatom austauschen. Und Jodmethan, das haben wir bereits in der Sendung über Halogenalkane kennengelernt, ist ein recht reaktiver Körper. Wie kommen wir jetzt zum Methanol? Das ist nicht mehr schwierig. Wir müssen austauschen das Jodatom gegen eine OH-Gruppe, gegen eine Hydroxylgruppe. Diese Reaktion läuft nun tatsächlich ab. Die Reaktionsgleichung ist nicht schwer. Wir erhitzen Jodmethan mit Kalilauge, wie wir es hier sehen, und erhalten Methylalkohol und Kaliumjodid. Es erhebt sich nun die grundlegende Frage, wieso ist Methan so unreaktiv und Jodmethan so reaktiv? Dazu wollen wir noch einmal die Bindungsverhältnisse in solchen organischen Körpern etwas näher beleuchten.
Wir haben also hier das Jodmethan und hier noch einmal genauer aufgetragen die Bindungsverhältnisse in diesem Jodmethan, insbesondere die Bindung zwischen Kohlenstoff und Jod. Sie sehen, Kohlenstoff und Jod teilen sich ein Elektronenpaar und Sie wissen, diesen Bindungstyp nennt man Atombindung. Wir haben bisher festgehalten, in organischen Molekeln ist der vorherrschende Bindungstyp die Atombindung. Einen anderen Bindungstyp kennen Sie auch bereits, es ist die Ionenbindung, wie sie etwa im Kaliumjodid vorliegt. Hier besitzt das Jod ganz alleine das Elektronenpaar, liegt also als J- als Jodidion vor. Halten wir also fest, als zwei Extremtypen der Bindung kennen wir bisher die Atombindung und die Ionenbindung. Wir wollen noch einmal betonen, Atombindung und Ionenbindung, das sind Extremfälle der Bindung. Die meisten Bindungen liegen zwischen diesen beiden Extremfällen, betrachten wir das beim Wasser etwas genauer. Sie wissen, wir haben beim Wasser eine OH-Bindung vorliegen und wir haben das zunächst so charakterisiert, dass hier ein Elektronenpaar vorliegt, das dem Sauerstoff wie dem Wasserstoff gleichermaßen zu genau gleichen Teilen zugehört. Das wäre der Fall der reinen Atombindung oder Elektronenpaarbindung. In Wirklichkeit sieht das etwas anders aus. Sie werden wissen, dass Sauerstoff eine größere Neigung hat, Elektronen zu sich hinzuziehen als Wasserstoff. Das heißt also, das Elektronenpaar wird nicht gleichsam genau in der Mitte zwischen Sauerstoff und Wasserstoff liegen, sondern mehr zum Sauerstoff hingezogen werden, wie wir es etwa hier sehen. Die Elektronenwolke ist beim Sauerstoff dichter an dieser Stelle als beim Wasserstoff. Diese positiven Ladungen, das sollen die Kerne der Atome sein. Wir kennzeichnen diese Fähigkeit eines Atoms, Ladungen, negative Ladungen, Elektronen, also zu sich hinzuziehen, durch den wichtigen Begriff der Elektronegativität. Ein Atom ist also besonders elektronegativ, wenn es besonders große Fähigkeit besitzt, Elektronen zu sich hinzuziehen. Sauerstoff ist also elektronegativer als Wasserstoff und bekommt dadurch eine teilweise positive Ladung. Diesen Charakter des Teilweisen, die Tatsache also, dass diese Ladung nicht voll ist, sondern nur eine teilweise Ladung, kennzeichnen wir durch den Buchstaben Delta. Delta minus, also der Sauerstoff, eine teilweise negative Ladung, Delta plus, der Wasserstoff, eine teilweise positive Ladung. Nun, Sie wissen, dass Wasser nicht geradlinig gebaut ist, wie wir es hier gezeigt haben, sondern in Wirklichkeit gewinkelt, das am Rande bemerkt. Es wird also so sein, dass die negative Ladung sich nach hier oben erstrecken wird, während der positive Teil der Ladung gleichsam sich hier unten befindet. Welche Konsequenz hat das nun beim Jodmethan? Nun, im Jodmethan haben wir ein Halogen vorliegen und Halogene sind besonders elektronegativ und das bedeutet also, dass der größte Teil des Elektronenpaares dem Jod gehören wird. Jod ist also teilweise negativ geladen, Delta minus, während dann Kohlenstoff natürlich teilweise positiv geladen ist, Delta plus. Schauen wir uns die Konsequenz dieser Polaritätsverhältnisse einmal näher an für die Reaktion, die wir betrachten wollen. Wir haben also hier Kohlenstoff Delta plus, Jod Delta minus. Welches Teilchen wird sich nun besonders leicht dem positiv polarisierten Kohlenstoff nähern können? Das wird ein negativ geladenes Teilchen sein. Und wir haben ja ein solches negativ geladenes Teilchen in unserer Reaktion, nämlich das Hydroxidion, wie es im KOH vorliegt. Dieses Hydroxidion wird sich jetzt besonders leicht dem C Delta plus, dem positiv polarisierten Kohlenstoff, nähern können und wird dabei das Jod verdrängen. Das Jod nimmt dabei sein gesamtes Elektronenpaar mit. Vorher gehörte ihm ja nur ein Teil dieses Elektronenpaars, dadurch war es nur teilweise Delta minus. Jetzt gehört ihm das ganze Elektronenpaar und es bekommt eine volle negative Ladung, die OH-Gruppe natürlich verliert. Der so entstandene Alkohol hat natürlich auch wieder Polarisationsverhältnisse, wie wir es hier beim Ethanol etwa sehen. Der Kohlenstoff, der mit dem Sauerstoff verbunden ist, ist wieder teilweise positiv polarisiert, entsprechend auch der Wasserstoff, der mit diesem Sauerstoffatom verbunden ist. Zurück aber zu unserer Reaktion. Die war also dadurch charakterisiert, dass sich ein negatives Teilchen einem positiv geladenen Zentrum, positiv polarisierten Zentrum, nähert. Eine solche Reaktion bezeichnet man ganz allgemein als nukleophile Substitution, wenn es sich um eine Substitutionsreaktion handelt. Nukleophil, das bedeutet so viel wie den positiv geladenen Kern liebend. Das angreifende Teilchen liebt also gleichsam
das positiv polarisierte Kohlenstoffatom und leitet damit die Substitutionsreaktion ein. Wir müssen jetzt noch eine wichtige Reaktion der Alkohole kennenlernen. Sie sind leicht oxidierbar. Wir wollen eine solche Oxidation hier einmal vorführen. Und zwar werden wir Kupferdraht zunächst oxidieren, indem wir ihn in diese Flamme hier halten. Es entsteht dabei also Kupferoxid, das schwarz gefärbt ist. Sie sehen hier die schwarze Farbe des Kupferoxids. Nun werfen wir dieses heiße Kupferoxid in ein Schälchen, in dem sich Ethanol befindet. Sie sehen, es wird etwas heiß, wir löschen es ab und schauen wir an, was passiert ist. Es ist wieder der Kupferdraht zu sehen. Kupferoxid ist also reduziert worden, der Alkohol ist oxidiert worden. Schauen wir uns diesen Vorgang in der Gleichung an. Wir gehen also aus vom Ethanol und kommen zu einer neuen Substanz, die eine charakteristische Gruppierung trägt, nämlich die Gruppierung COH. Man nennt diese Gruppierung Carbonylgruppierung. Die Substanz hier, die neue Substanz, die also durch Oxidation entstanden ist, nennt man Ethanal. Schauen wir uns das noch einmal an. Wir gelangen vom Ethanol durch Oxidation zum Ethanal. Zählen Sie jetzt einmal die Wasserstoffatome nach. Beim Ethanol sind es 6 und beim Ethanal 4. Es sind also 2 Wasserstoffatome abgespalten worden. Diese haben sich offensichtlich vereinigt mit Sauerstoff. Ethanol also plus Sauerstoff ergibt Ethanal und es entsteht Wasser. Ethanol ist also offensichtlich dehydrogeniert worden, hat also 2 Wasserstoffatome verloren und daher leitet sich von diesem Vorgang, leitet sich der allgemeine Name ab, der Verbindungsklasse, zu der Ethanal gehört. Alkohol, Dehydrogenatus, also dehydrogenierter Alkohol. Aus der Silbe Al und Dehyd ist der Klassenname Aldehyd entstanden. Ethanal ist also ein Aldehyd. Nun, diese Aldehyde sind ihrerseits wieder oxidierbar. Auch das wollen wir kurz betrachten. Wir füllen also einen solchen Aldehyd, Ethanal, in diese Schale ein und erhitzen nun wieder den Kupferdraht derart, dass er oxidiert. Es ist noch etwas Alkohol daran, der zunächst abbrennt. Wir sehen, es ist wieder das schwarze Kupferoxid entstanden. Machen wir es heiß genug und bringen wir es in diese Schale mit Ethanal. So findet auch wieder eine heftige Reaktion statt und es ist wieder, wie Sie sehen, der Kupferdraht entstanden. Also offensichtlich ist Kupferoxid wieder reduziert worden und Ethanal oxidiert. Auch hier wieder die Reaktionsgleichung. Wir sind also ausgegangen vom Ethanal und durch den Oxidationsprozess ist wieder eine neue Substanzklasse entstanden. Hier mit dieser Gruppe, COOH. Diese Gruppe heißt Carboxylgruppe und ist eine charakteristische Säuregruppierung. Das ist also die charakteristische Gruppierung der organischen Säuren. Die Substanz, die entstanden ist aus Ethanal, heißt Ethansäure. Die Namengebung der organischen Säuren, die man auch Carbonsäure nennt, ist also sehr einfach. An den Grundnamen hängt man die Bezeichnung Säure. Wir wissen jetzt also, dass Alkohol leicht oxidierbar ist, ausgehend von den Alkoholen zu den Säuren. Wir wollen diesen Vorgang noch einmal kurz allgemein betrachten. Wir gehen aus vom Ethan und gelangen durch Oxidation zum Ethanol. Weiteres Oxidieren führt zum Ethanal, einem Aldehyd. Und schließlich gelangen wir zur Ethansäure, einer Säure. Ganz allgemein also Alkansäure. Die Nomenklatur der Alkansäure ist sehr einfach. Sie haben bereits gesehen, wie es funktioniert. Versuchen Sie einmal, den Namen dieser Alkansäure herauszufinden. Es ist die Hexansäure. 6 Kohlenstoffatome bilden das Grundgerüst. Nun entsprechend diese Säure hier. Sie besitzt 10 Kohlenstoffatome. Wie ist der Name dieser Säure? Das ist die Dekansäure. Deka, das heißt ja 10. Diese Oxidierbarkeit des Alkohols zu Aldehyden und schließlich zu Säuren macht man sich zunutze bei einem bekannten Test, nämlich dem Test auf den Alkoholgehalt des Blutes.
Man benutzt dazu solche Röhrchen. In diesen Röhrchen, da befindet sich eine oxidierende Substanz, nämlich Kaliumchromat. Und durch diese Oxidation, bei der also Alkohol schließlich in Säuren überführt wird, wird das Chrom in seine dreiwertige Stufe überführt. Und diese dreiwertige Stufe ist grün gefärbt. Es findet also bei Alkoholgehalt im Blut ein Umschlag der Farbe von Gelb nach Grün statt. Wir wollen das hier einmal überprüfen. Wir haben in dieser Waschflasche Alkohol, Ethanol also, und schließen wir jetzt diese Waschflasche an das Teströhrchen an, blasen herein. Es findet also jetzt die Reduktion des Kaliumchromats statt. Schauen wir uns das an. Vom ursprünglich gelben Kaliumchromat sind wir gelangt zum grünen dreiwertigen Chrom. Wir kennen also jetzt die Oxidation von den Alkoholen zu den Säuren, und die bekannteste organische Säure, die bekannteste Carbonsäure, das ist diese hier, die Ethansäure also, wie sie mit ihrem wissenschaftlichen Namen heißt. Der Trivialname dieser Ethansäure, das ist Essigsäure. Essigsäure also CH3COOH. Und in verdünnter Form kennen Sie alle die Essigsäure als Essig im Haushalt. Und wir wollen uns nun einmal anschauen, wie Essigtechnik produziert wird. Auch hier wird Alkohol zu Essig oxidiert. Der ganze Oxidationsprozess spielt sich in einem über 5 Meter hohen Holzfass ab. Von oben her rieselt der verdünnte Alkohol auf eine mehrere Meter dicke Lage von Buchenspänen. Vor rund 25 Jahren wurden in diesen Essigbildner die Buchenspäne eingefüllt und einmal mit Essig übergossen. Dabei haben sich an der rauen Oberfläche der Buchenspäne genügend Essigbakterien angesiedelt. Diese Bakterien erzeugen Enzyme, eine Art Katalysatoren also, die den Oxidationsvorgang bewirken. Die unten durchsickernde, schwache Essiglösung wird erneut dutzende Male rund 3 Tage lang immer wieder auf die Buchenspäne gepumpt. Dabei steigt die Konzentration des Essigs an und die Konzentration des Alkohols nimmt ab. Der zur Oxidation benötigte Sauerstoff stammt aus der Luft, die von unten her durch die lockeren Buchenspäne hindurchgedrückt wird. Durch die Buchenspäne besteht also ein Gegenstrom. Von unten Luftsauerstoff, und von oben her Alkohol.